Die großen Synchrongeneratoren im Netz sorgen dafür, dass das Netz freundlich reagiert. Ich bin zum Beispiel bei 50 Hertz, alles in Ordnung, Normalbetrieb. Und jetzt bricht ein Kraftwerk weg. Dann sorgt die träge Masse der Generatoren dafür, dass die Frequenz noch halbwegs bei den 50 Hertz bleibt. Je größer die träge Masse ist, umso langsamer wird diese anfängliche Änderung sein. Das Netz ist umso stabiler, je größer die träge Masse ist. Der Ärger ist bei den aktuellen Windturbinen, die spielen nicht mit in diesem Spiel. Je mehr Kraftwerke durch Windturbinen ersetzt werden, umso kleiner wird die träge Masse. Das ist die träge Masse der Generatoren, die direkt am Netz hängen. Die Generatoren aus den Windturbinen hängen aber nicht direkt am Netz. Da ist ein Umrichter dazwischen oder das sind doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren. Die träge Masse sinkt durch die aktuell typischen Windturbinen. Und das heißt, das Netz wird instabiler. Nun ist der Gedanke eigentlich, hat so eine Windturbine doch eine ziemlich große rotierende Masse. Da hängt sogar noch der Rotor vorne dran. Könnte man das nicht ausnutzen? Technische Raffinessen im Umrichter und in der Regelung vor allen Dingen. Diese Idee nennt sich Synthetic Inertia, synthetische Trägheit. Inertia ist der Begriff im Englischen für diesen Effekt, für die rotierenden Massen, die Rotationsenergie speichern. Und das können wir doch synthetisch machen, Synthetic Inertia. Unsere Regelung, unser Umrichter kann so tun, als ob, wenn die Netzfrequenz schnell sinkt, kurzzeitig schnell sinkt, nicht mehr das machen, was man üblicherweise macht, Maximum PowerPoint Tracking, MPPT. Normalerweise gucken Sie einfach, was optimal für Sie ist. Wann verdienen Sie am meisten Geld? Indem Sie Energie einspeisen, Sie machen Maximum PowerPoint Tracking. Sie stellen die Anlage so ein, dass sie die maximale Energie aus dem Wind holt. Aber man könnte jetzt, um das Netz zu stabilisieren, könnte man sagen, okay, wir machen das nicht, wir machen Synthetic Inertia. Wir tun so, als ob wir einen großen Synchrongenerator haben mit ganz viel Masse, aus der noch Energie zu saugen ist. Wenn die Netzfrequenz kurzzeitig schnell sinkt, machen Sie nicht das, was der Wind Ihnen vorgibt, sondern Sie saugen einfach mehr Leistung aus dem Rotor raus. Und das heißt, Sie bremsen den Rotor ab. Sie nutzen die träge Masse des Rotors und speisen damit zusätzliche Energie ein. Genau das, was der Synchrongenerator und der Asynchrongenerator, die fest am Netz hängen, ohne Umrichter dazwischen, genau was die auch tun. Nichts anderes also als eine Abbremsung. Natürlich keine Vollbremsung, das wäre auch nicht produktiv, aber Sie können den Rotor abbremsen und damit kurzfristig mehr Energie einspeisen. Er läuft dann nicht mehr optimal, er läuft zu langsam. Maximum PowerPoint Tracking gibt Ihnen eine gewisse Umdrehungszahl vor. Was wäre die Umdrehungszahl, bei der Sie auf Dauer am meisten Energie aus der Luft ziehen können, die größte Leistung haben könnten? Auf Dauer. Aber hier können Sie sagen, wir wollen freundlich zum Netz sein. Wir sehen, dass die Netzfrequenz gerade relativ schnell sinkt. Muss man irgendwelche Schwellwerte dann angeben, dass sie dann sagen, okay, wir sind freundlich zu dem Netz, wir fahren nicht weiter so, dass wir auf Dauer die größte Leistung haben, sondern wir bremsen tatsächlich gezielt den Rotor ab, kurzfristig. So viel Energie ist auch wieder nicht drinnen, kann man gleich nochmal schätzen, wie viel das ist, aber Sie können damit tatsächlich das Netz stützen. Das hat Enercon drinnen und General Electric, die haben das tatsächlich drinnen in den Anlagen. Man muss es anschalten, aber im Prinzip haben die das drinnen. Eine kleine Übung zur Mechanik vom Rotor. Wir können mal schätzen, wie viel Energie denn tatsächlich im Rotor drin steckt. Sie haben den drehenden Rotor und jetzt knipst jemand den Wind aus, aber es wird weiterhin die volle Leistung aus dem Rotor rausgezogen. Es hängt die volle Last am Rotor dran, obwohl der Wind ausgeknipst ist. Wie lange dauert es, bis der Rotor sich nicht mehr dreht? Kann man so grob abschätzen, um mal eine Idee zu kriegen, wie viel Energie denn drinnen steckt in so einem Rotor. Also die Frage, die ich beantworten will, ist, wie lange dauert es die Zeit bis zum Stillstand, wenn Wind, ich schreibe mal abgeschaltet, Sie wissen, was ich meine, jemand knipst den Wind aus, wenn Wind abgeschaltet, aber weiterhin volle Last. Elektrisch geben Sie die Nennleistung ab, aber es kommt nichts mehr an. Der Rotor läuft einfach aus. Also die elektrische Erzeugung, das, was hinten elektrisch rauskommt, das muss sein, was auch im Netz dann irgendwo wieder verbraucht wird. Das Ungleichgewicht, was wir jetzt haben, ist zwischen der mechanischen Einspeisung und der elektrischen Erzeugung. Wir ziehen hinten weiterhin die Nennleistung raus, aber vorne speisen wir nichts mehr ein. Die Frage ist, wie lange macht der Rotor mit? Wann ist der Rotor völlig abgebremst? Machen wir wieder ein paar Beispielzahlen. Nehmen wir das Ding von eben, 100 Meter Rotordurchmesser, 3 Megawatt
Nennleistung und 80 Meter pro Sekunde Umfangsgeschwindigkeit. Diese Turbine ist am Laufen mit Nennleistung, volle Umfangsgeschwindigkeit. Jetzt fällt der Wind aus. Sie ziehen aber elektrisch weiterhin 3 Megawatt raus. Wie können Sie schätzen, wie lange der noch läuft? Nach wie vielen Sekunden steht der? Oder Millisekunden oder Stunden? So, das bräuchten wir noch. 20 Tonnen hat jedes der drei Rotorblätter. Stellen Sie sich den großen Laster vor, auf dem das transportiert wird, 50 Meter lang. Dann haben Sie, glaube ich, eine gute Idee, dass das nicht eine Tonne ist, sondern deutlich mehr sein muss. Also jetzt nichts mit Trägheitsmoment. Ich schreibe das nochmal hin. Natürlich könnte man jetzt versuchen, sich zu überlegen, was ist das Trägheitsmoment vom Rotor. Nee, wir machen das anders. Was macht man? Man baut einen Rotor, der auf ganz dünnen Stangen drei dicke Klumpen an Material hat. So, das ist mein Rotor. Und jeder dieser Klumpen hier hat 20 Tonnen an Masse. Das ist für mich jetzt der Rotor. Stimmt nicht, weil ich müsste eigentlich Trägheitstensor und so weiter ausrechnen. Wie wahnsinnig wäre das? Das wird so halbwegs hinkommen. Jetzt muss man nur vorsichtig sein. Diese 20 Tonnen, die werde ich ja eher beim Schwerpunkt ansiedeln als außen. Die sitzen jetzt nicht außen, wenn das Rotorblatt so ist. Die werden nicht außen sitzen, sondern die werden vielleicht, was weiß ich, bei einem Drittel der 50 Meter sitzen. Ich schreibe mal hier 50 Meter Drittel, Fragezeichen, in dem Abstand von der Narbe sitzen vielleicht diese Klumpen von 20 Tonnen. So würde ich rechnen. Und dann können Sie netterweise mit der ganz üblichen kinetischen Energie arbeiten. Sie müssen gar nicht die Drehbewegung berücksichtigen. Sie können einfach die ganz normale kinetische Energie nehmen. Kommt dasselbe raus, als wenn Sie für die drei Punkte die Rotationsenergie nehmen würden. Also können wir jetzt die enthaltene Energie ausrechnen. 3 mal 1/2 mal Masse, also 20 Tonnen, mal Geschwindigkeit. 80 Meter pro Sekunde sind es außen, innen. Wenn ich sage 50 Meter Drittel, innen ist es dann nur noch ein Drittel der Geschwindigkeit. Also 80 Meter pro Sekunde durch 3 ins Quadrat. Vielleicht soll ich hier doch gerundet hinschreiben. Wie gesagt, nur als Idee, sind es Sekunden, sind es Stunden, sind es Millisekunden, dass man eine Idee hat, ob es überhaupt hinkommen könnte. Bringt es das überhaupt, über sowas nachzudenken? Wenn Sie zum Beispiel Ihre Bachelorarbeit, Masterarbeit schreiben, so ein erster Gedanke, ist das irgendwie sinnvoll, was ich mir da ausgedacht habe? Das wäre hier so dieser allererste Gedanke. Kann das irgendwas bringen? Und dann sind wir bei, ich bin jetzt zu faul, das hier beim breiten Daumen zu machen, dann sind wir bei 3 durch 2 mal die 20 Tonnen, jetzt in Kilogramm, alles auf Kilogramm Meter Sekunde, mal, Klammer auf, 80 durch 3, Klammer zu, quadrieren. Das sind also 21 Megajoule, 21 Megawattsekunden bei 3 Megawatt Nennleistung. Wie lange hält das? So offensichtlich, also 7 Sekunden. Wir haben 3 Megawatt Nennleistung, die wir da rausziehen. Es sind 21 Megawattsekunden drin, also 7 Sekunden. Stillstand nach 7 Sekunden. Das ist doch gar nicht schlecht im Verhältnis zu dem, was ich Ihnen eben über das Netz erzählt habe. 5 Sekunden. Der Rotor hat eine Trägheit für 7 Sekunden. Das heißt, das ist eine sinnvolle Maßnahme. Sie werden ihn nicht voll abbremsen, was wahrscheinlich auch mechanisch keine richtig gute Idee wäre, ihn vollständig abzubremsen. Stillstand von diesem Monstrum nach 7 Sekunden dürfte so einige Sachen ins Knirschen bringen. Aber im Prinzip kann man an der Stelle weiterdenken. Das ist Synthetic Inertia.